Moin und herzlich willkommen zu der Bonias Testwelt. Ich habe euch heute mal eine ganz große Mystery Box mitgebracht und zwar ist die von Novado. Wer Novado nicht kennt, das ist ein Online-Shop. Dort könnt ihr verschiedene Drinks, Snacks, Lifestyle-Produkte finden. Also wenn die nächste Party ansteht, kann der Shop dann mal ganz nützlich sein. Ihr bekommt dort verschiedene Sparpakete, das heißt Getränke, Spiele und so in einem Bundle oder auch was weiß ich, Getränke an sich dann günstiger, Energy Drinks bekommt ihr dort und so weiter und so fort. Unter anderem Mystery-Pakete. Vorgestellt habe ich schon mal, es gibt auch direkt Boys und Girls Edition. Wen das interessiert, der kann einfach nochmal bei meinen Videos durchschauen. Da habe ich schon mal die Pakete vorgestellt. Jetzt steht demnächst bei uns eine Feier an, da haben wir uns gedacht, naja gut, wir können es ja mal ausprobieren. Das Paket ist das Mystery-Paket XL. Kostenpunkt 40 Euro, soll einen Warenwert von mindestens 70 Euro enthalten. Mit Drinks, Snacks, Lifestyle-Produkten. Es ist auf jeden Fall ordentlich schwer. Von daher schauen wir mal. Bei den letzten Mal war auch so, es war auch viel Glas drin, es ist nichts kaputt gegangen, war alles gut. Ich hatte eine Flasche, die war irgendwie leicht geöffnet, aber ansonsten war beim letzten Mal alles okay. Ich hoffe, dass es dieses Mal auch so ist. Wen Mystery Boxen interessieren und der den Kanal noch nicht abonniert hat, gerne Abo dalassen, kostet euch gar nichts, mir hilft es und ihr kriegt regelmäßig neue interessante Boxen zu sehen. Jetzt wollen wir aber natürlich mal schauen, was hier drin ist. Ich hoffe, ich kann das jetzt so halbwegs kippen. Ich habe nämlich vergessen, mein Helferstühlchen hier herzuholen. Wer schon Videos von mir kennt, der kennt mein berühmtes Helferstühlchen. Bei großen Boxen wird das gerne mal genutzt. Wir schauen mal. So, ich werde die Box jetzt mal so vorsichtig zur Seite kippen. Ja. Also hier oben sieht man bis jetzt nur Papier. Ja. Und ziehe jetzt so langsam nach und nach raus. Wir schauen mal, was wir hier so alles drin haben. Also hier an der Seite ist schon mal, das kann ich mal so ein bisschen zeigen, damit ihr das auch seht. Schön Flaschen, einzeln noch hier in diesen Schubfächern. Das war letztes Mal, glaube ich, auch gar nicht so. Da waren die aber trotzdem gut verpackt. Das ist jetzt ein bisschen doof hier. Ich bin mal einmal laut. Aber sonst haben wir gleich immer den Karton gelegt. So. Ja. Alles runter. Und wir haben Platz. Hier haben wir noch mal so ein paar Flaschen schön eingepackt. Die ziehe ich jetzt auch einfach mal so als erstes raus, damit wir... oder mir dann hier nicht irgendwie ein großes Unglück passiert. Und zwar von Sanitos Import Ice. Wer es nicht kennt, also ich habe es in der letzten Box, glaube ich, auch mal mit drin gehabt. Das schmeckte ganz gut. Fruchtwein-Mischgetränk. Ich glaube, ich kann mich noch so dran erinnern. Ich glaube, eisgekühlt war das ganz lecker. Davon habe ich jetzt aber auch wirklich ein paar mehr Flaschen. Und zwar... Wenn da unten jetzt keine mehr drin sind, haben wir 6 Flaschen Sanitos. So, die haben wir schon einmal hier. Dann, da muss ich ein bisschen tiefer reingreifen. Von Goldberg, Ginger Beer. Okay, Goldberg & Sons. Ich habe schon mal das Tonic Water von denen gehabt, das war sehr lecker. Das habe ich noch nicht gehabt. Bin gespannt, wie es schmeckt. Und auch da habe ich... insgesamt 3 Flaschen. Also hoffen wir mal, dass es schmeckt. Ansonsten, wie gesagt, bei uns steht demnächst eine kleine Party an, wird es dann schön verteilt, falls ich darin keinen Geschmack habe. So, ich ziehe mal hier an der Seite ein bisschen raus. Oh, die sehen cool aus. Crystal Head. 50 Milliliter Wodka ist das. Sieht die Flasche nicht cool aus? Also wenn man so auf Party, ich weiß nicht, ich hoffe, man sieht das jetzt überhaupt so richtig. So einen toten Kopf. Und davon habe ich einmal Wodka, dann einmal ein Glas. Ich hatte gerade schon erst überlegt, ob es kaputt ist, aber nein, es ist ein Glas. Und ein Salzstreuer. Der ist auch cool. Ja. Ach, Salz und Pfeffer haben wir natürlich. Ja. Auch von Sanitos übrigens die beiden hier. Ich schiebe es jetzt mal so ein bisschen zur Seite, damit wir ein bisschen mehr Platz kriegen. Wir haben Wodka. Oh, ich glaube, das ist dieser Leuchte-Wodka. Ja, den habe ich schon mal gesehen.
der leuchtet. Ist ganz cool. Wird bestimmt auf der Party ganz gut ankommen. Geht auch wieder aus. Achso, man kann auch durchgängig machen. Ah. Also eine Flasche Wodka. Wir haben, das ist glaube ich der Rotwein wieder, von Scavi and Ray. Eine Flasche Rotwein. Ich muss sagen, mein Fall ist es nicht. Ich stehe einfach nicht so auf Rotwein. Ich glaube, den hatte ich auch schon mal in einer Box drin. Den habe ich dann irgendwann verschenkt, bevor er hier die ganze Zeit im Schrank steht und keiner trinkt ihn. Kann also jetzt nicht dazu sagen, wie dieser Rotwein schmeckt. Als nächstes Scavi Spressione, ein Aperitivo. So, da hinten ist alles leer. Da muss man hier ein bisschen vorsichtig sein. Ich werde nicht zu viel rausziehen und nachher geht hier irgendwas kaputt. Das sieht nach einem T-Shirt aus. Von Garnick. Größe XL auf jeden Fall. Try me. Garnick Water, your natural vitamin score. Ich muss ganz ehrlich sagen, kenne ich nicht. Stylisch grün. Ein T-Shirt. Was haben wir hier noch? Make-up Mirror Powerbank von Scavi and Ray. So. Und natürlich mal gucken, ne? Mit USB-Kabel dabei. Und dann wirklich so. Sieht dann aus wie so ein Make-up. Und ist aber eigentlich eine Powerbank. Ja? Oh, so richtig reinhalten. Nehmen wir mal da vorne hin. So. Also wir haben diesmal hier so ein bisschen mehr nebenher, so Gadgets-mäßig. Aber ist ja auch ganz nett. War ja auch so mit angemerkt. So, was haben wir hier? Ist das ein Flaschenöffner? Weiß ich. Nein, das ist doch kein Flaschenöffner, oder? Doch, das ist ein Flaschenöffner, klar. Klein, fein. Könnte hier schnell wegkommen. Aber so vom Prinzip her, so für mal eben schnell, nicht schlecht. Oder ist das, um die Flasche, nee, die Flasche zuzumachen, danach ist ja Blödsinn. So, auch von Scavi and Ray. Dann haben wir, gehört das zusammen, sind das zwei verschiedene. Von Turn Up Monkey, ein Kartenspiel. Card Game, Action Cards. Das soll aber irgendein Partyspiel sein. Davon gibt es irgendwie auch Boxen da. Habe ich schon gesehen. Ich mache jetzt einfach mal auf. Aber ich kenne es jetzt persönlich nicht. Muss ich wirklich zugeben. Auch das ist dann einfach so ein ganz normales Kartenspiel hier. Ja. Mal schon gucken. Und was haben wir hier? Was war das gerade? Action Cards. Gucken, was hier drin ist. Ne? Okay. Achso, da muss man irgendwie würfeln. Da wird wahrscheinlich auch irgendwo eine Anleitung dabei sein. Und dann stehen hier irgendwelche Antworten drauf. Fragt sich nur, auf welche Fragen. Ich zeige das jetzt einfach mal so rein. Man sieht das hier 1, 2, 3, 4. Dann steht dann, was weiß ich, bei 2 Drogenrausch und bei 4 Affe und bei 6 Heidi Klum. Fragt sich nur, worauf sich das dann bezieht. Da müsste ich nochmal schauen. Also ich kenne das Spiel halt wirklich noch nicht. Vielleicht sind irgendwo jetzt auch hier so die Fragekarten dazwischen oder so. Oder sie kommen noch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir schon mal 2 Kartenspiele noch mit dabei. Wenn einem dann mal langweilig auf der Party wird, kann man auch mal ein bisschen mit den Karten spielen. So, ich nehme mal vorsichtig hier raus. Schau mal, ob zwischen dem Papier, also hier ist jetzt eigentlich nur noch Papier drin, ne, noch irgendwas versteckt ist oder ob das wirklich nur so Füllmaterial ist. Ich schmeiße jetzt mal alles hier runter. Nein, es ist also jetzt wirklich, das kann ich ein bisschen zeigen, Karton ist leer. So, das heißt, wir haben jetzt für 40 Euro ist das hier meine Ausbeute. Ich muss dazu sagen, ich hatte sogar noch Glück. Ich hatte noch einen 10-Euro-Gutschein. Habe also nochmal 10 Euro weniger bezahlt. Dafür finde ich das vollkommen in Ordnung.
Bei den Kartenspielen weiß ich noch nicht genau, ob ich damit wirklich was anfangen kann, aber wir schauen mal. Ich werde mich auf jeden Fall mal schlau machen. Also das normale Kartenspiel bestimmt. Ein normales Kartenspiel, finde ich, kann man immer ganz gut gebrauchen. Die, wie gesagt, war ich oder bin ich der Meinung, dass die ganz lecker waren. Ansonsten freue ich mich darauf, die anderen Sachen zu probieren. Wodka ist auch nicht ganz so meins, aber da werden sich wohl meine Gäste dann freuen. Ja, ansonsten könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Set so findet. Ob ihr jetzt sagt, so, das wäre auch was für euch. So, wenn eine Party ansteht, das einfach mal holen, so als Überraschungspaket. Man kann es ja auch direkt auf der Party vielleicht aufmachen. Das ist vielleicht auch mal ganz nett. Oder ob ihr sagt, nee, also wenn ich schon feiere, dann kaufe ich dann wirklich selber ein und ganz speziell oder wie auch immer. Ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, freue ich mich drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch gerne über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.